Nun aber zur eigentlichen Arbeit. Wenn du die Materialien entpackt hast, ich lege sie immer auf den Schreibtisch, so findest du fünf Übungen. Mit einem Doppelklick werden sie in Excel geöffnet und die gilt es nun zu bearbeiten. Die Aufträge findest du im Arbeitsheft und dort musst du dann jeweils auch die Lösungen einschreiben. Ich denke, das sollte mehr oder weniger selbsterklärend sein. Ich wünsche dir jedenfalls dabei viel Erfolg.